Kürzlich fiel mir ein Plakat auf, was in einem Geschäft hing, wo man eingeladen wurde zu einem Kurs, um Pendeln zu erlernen. Ich habe auch festgestellt, dass es viele Zeitschriften und Magazine gibt, die uns unterrichten sollen über Kartenlesen, über diese Kunst, die Zukunft vorauszusagen, über Pendeln, über alle diese Dinge. Bei Stadtfesten kann man sie ganz oft sehen, die Menschen, die anderen Menschen die Zukunft aus der Hand heraus vorlegen wollen. Ich habe gesehen, dass es in Kinderbüchern keinen Halt macht, Kindern Pendeln oder irgendwelche solche mystischen Dinge beizubringen. Alles das entspricht meiner Meinung nach daraus, dass Menschen sich auf die Suche machen, um diese Leere und diese Angst in sich zu überwinden. Und da wenden sie sich an Religionen, an esoterische Dinge, um einen Halt darin zu finden. Und doch schöpfen sie immer aus trüben Brunnen, mit trübem Wasser. Sie finden nichts Frisches, nichts, was ihr Leben bereichern würde, was ihr Leben erneuern würde. Das alles kommt, weil eine tiefe Sehnsucht nach dem Ewigen in unserem Herzen ist. Und das ist in der Bibel geschrieben. Im Prediger 3 steht es: Er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Ewigkeit in dein Herz gelegt. Ich habe in dem Alten Testament und auch im Neuen Testament einen Vers gefunden, den möchte ich dir auch noch vorlesen, damit du ein Verständnis darüber bekommst, dass es nur einen Gott gibt, der sich um dich kümmert und der dich liebt. Da heißt es in Jesaja 64: Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt oder der auf ihn vertraut. Und in 1. Korinther heißt es: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn du heute diese Worte hörst, es gibt nur einen Gott, der dich liebt. Und du nicht weißt, was du mit diesem Gott anfangen sollst, wenn du Jesus nicht kennst, wenn der Heilige Geist nicht in deinem Leben wirksam ist, dann möchten wir dir das Angebot machen, dir zu helfen. Du findest auf dieser Seite einen Button, der dir in diesem Bereich, in diesem Schritt weiterhelfen kann. Du findest da ein Übergabegebet, du findest einfach den Weg, wie kann ich mit diesem einzigen Gott in Kontakt kommen? Wie kann ich das mit Jesus verstehen? Wie kann ich das handeln? Wenn du keine Bibel hast, würden wir dir gerne eine zuschicken, damit du etwas über Gott und Jesus und den Heiligen Geist lesen kannst. Wir möchten dir gerne helfen, dass du einen Schritt in dieses Glaubensleben wagen kannst. Wir möchten dir helfen, dass du an eine frische Quelle kommst, an eine Quelle mit frischem Wasser, mit lebendigem Wasser, was dein Leben sättigt, was dein Leben reich macht, was dich erfrischt, was dich weiterbringt. Du sollst nicht da sitzen bleiben in deiner Dunkelheit, wo du jetzt bist. Wenn du zufällig auf diese Seite gekommen bist und Jesus und Gott, den Heiligen Geist, besser kennenlernen möchtest, dann wollen wir dir dabei helfen. Wir wollen dir auch helfen, wenn du in einem Gebetsanliegen Unterstützung brauchst. Wir wissen, Gott hat mehr für dich.